Moin. Herzlich willkommen bei diesem Video. Heute gibt es ein kleines Rucksack-Loadout-Video von mir. Ich möchte euch heute zeigen, was für Gegenstände ich auf einen 24-Stunden-Abenteuer-Bushcraft-Outdoor-Trip mitnehme. Ja, wenn ihr also wissen wollt, was ich alles hier in diesen Rucksack packe und vor allem, was auch in eurem Abenteuer-Rucksack auf gar keinen Fall fehlen sollte, dann bleibt dran. Wir schauen uns erstmal den Rucksack an, den ich hier dabei habe. Und zwar ist das das Tasmanian Tiger Raid Pack MK2. Ja, ich habe den Rucksack ja in einem anderen Video auch schon mal vorgestellt. Ja, Link gibt es hier oben, schaut da gerne mal rein. Aber ein paar Worte noch zu diesem Rucksack hier. Ja, der ist jetzt bei mir seit guten 2 Jahren in Gebrauch. Und ich bin absolut begeistert von diesem Rucksack. Und ich finde, der ist gerade für so Overnighter, 24 Stunden, ist der wirklich optimal. Ja, der hat ein Volumen von 60 Litern, aber könnt ihr problemlos erweitern, hier durch dieses Molle-System. Ihr seht ja, ich habe hier auch so ein paar kleine Pouches noch dran gemacht. Oder auch andere Gegenstände wie die Axt oder irgendwas kriegt ihr problemlos da noch dran. Und der hat so viele Schlaufen und Klickverschlüsse hier. Also ihr könntet da auch noch ein Zelt an die Seite dran machen, wie ihr das wollt. Also 60 Liter ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also wenn ihr es drauf anlegt, kriegt ihr den auch locker auf 80 oder 90. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, wie gesagt, der ist schon einige Zeit bei mir in Gebrauch. Und da ist wirklich noch gar nichts dran. Also da ist keine von diesen Verschlüssen hier ist da gerissen oder abgebrochen oder was auch immer. Hier ist nirgendwo eine Naht aufgegangen oder ein Reißverschluss ausgeleiert. Weiß es der Geier was? Also da ist wirklich gar nichts mit. Ich habe das Ding wirklich schon oft durch den Dreck gezogen, auf Deutsch gesagt. Und der ist wirklich noch absolut top in Schuss nach der Zeit. Ja, und deswegen, gerade wie schon angesprochen, für so einen Overnighter hier der Tasmanian Tiger wirklich perfekt geeignet. Ich meine, gut, der kostet jetzt natürlich ein paar Mark. Ich verlinke euch hier unten, was der momentan kostet. Also zwischen 200 und 250 Euro liegt der meistens. Kann sein, dass er jetzt ein bisschen günstiger ist. Aber das Geld lohnt sich für diesen Rucksack definitiv. Denn ich sage euch, das Ding ist einfach unkaputtbar. Und deswegen hier der Tasmanian Tiger bei mir auf dem Overnighter immer dabei. So, dann wollen wir uns den ganzen Spaß mal angucken hier. Also es ist doch schon so einiges, wenn man das ausgepackt hat. Ich bin da immer wieder selber ein bisschen überrascht. Aber na, schauen wir uns mal an, was ich da so alles drin habe. Ja, fangen wir einfach hiermit an. Ein Kissen. Ganz, ganz wichtig. Also ich bin hauptsächlich Hängemattenschläfer in letzter Zeit. Und ohne Kissen, bin ich ganz ehrlich, geht das gar nicht. Also habe ich mir hier so ein schönes, kleines, komprimiertes Kissen besorgt. Ja, ist ruckzuck wieder eingepackt und mit diesem Kissen schlaft ihr einfach richtig, richtig bequem in der Hängematte. Ja, der Kopf ist schön gepolstert, liegt einfach noch mal ein bisschen höher und deswegen schwöre ich einfach hier auf dieses Campingkissen. Ja, ist auch schön leicht, also das wiegt ein paar Gramm und deswegen ganz, ganz wichtig, Kissen im Rucksack. So, dann haben wir hier eine Rucksackabdeckung. Ja, falls es mal regnet, habt ihr das Ding hier einfach schnell drauf gemacht. Also ich mache das jetzt auch nicht hier mit sämtlichen Halterungen fest. Ich habe das in der Seitentasche vom Rucksack. Ich hole das Ding raus, einmal schnell hinten drüber gespannt. Ja, und dann bleibt der Rucksack trocken. Dann ist das überhaupt gar kein Ding. Wiegt auch nichts, also von daher. Ja, dann. Der ein oder andere mag mich jetzt auslachen. Vielleicht auch zu Recht, aber Vorführeffekt, jetzt springt er natürlich nicht raus. Ich habe wirklich immer einen Regenschirm dabei. Ja, hauptsächlich wegen dem Kamera-Equipment. Das Ding hat man einfach schnell mal aufgespannt. Da so eine Halterung fürs Kamerastativ. Und dann habt ihr da einfach einen Regenschirm drauf. Ja, oder auch so, wenn ihr den schnell griffbereit habt, bevor ihr irgendwo ein Poncho oder irgendwas rausgeholt habt, habt ihr einfach mal schnell einen Regenschirm am Start. Wie gesagt, ich schwöre auf dieses Teil. Ist klein, passt überall rein. Und von daher, das ist natürlich kein Muss. Wie schon gesagt, ich habe den hauptsächlich wegen der Kamera dabei. Aber ich finde es nicht verkehrt. Und deswegen, Regenschirm kommt bei mir mit auf den Overnighter. Dann haben wir hier die Isomatte. Ja, das ist von der Firma Nordbeer. Ja, so um die 30 Euro kostet die. Ist jetzt nichts Wildes, aber für meine Zwecke schickt das vollkommen.
Ja, die ist auch relativ schön zu komprimieren. Schnell aufgepustet, ich habe hier ein Ventil dran. Und die Isomatte besteht aus so Kammern. Ja, ich blende euch hier mal ein, wie das aussieht. Aber die ist wirklich relativ dick. Und für den Preis könnt ihr da auch nichts falsch machen. Ich habe die halt immer in meiner Hängematte in der Amazonas. Die hat unten so ein Einschubfach, da schiebe ich die rein. Und da liegt man gleich noch eine ganze Ecke bequemer, wie ich finde. Also Isomatte, ganz wichtig. So, dann haben wir hier, wie gerade schon angesprochen, mein Nacht-Setup, die Hängematte. Und zwar haben wir hier, also ich habe die jetzt hier nochmal extra in so einem Drybag verpackt. Das hat ganz einfach den Grund, weil ich hier noch die Baumschutzgurte mit drin habe. Also die habt ihr bei der Hängematte eigentlich nicht mit dabei. Müsst ihr euch extra besorgen. Also hier bei der Amazonas Mosquito Traveler Ultra Light habe ich auch schon mal vorgestellt. Ja, Link gibt es da oben. Wie gesagt, Baumschutzgurte müsst ihr euch extra besorgen. Aber gute Technik habt ihr relativ schnell aufgebaut. Und deswegen finde ich die Dinger gar nicht verkehrt. Ja, Hängematte, wie schon gerade gesagt, von Amazonas mit Moskitoschutz. Sehr, sehr bequem das Teil. Ja, habt ihr sehr, sehr schnell auf- und abgebaut. Braucht ihr nichts zusammenzulegen oder irgendwas. Die stopft ihr einfach komplett hier in dieses Ding rein. Ja, das dauert keine Minute, da habt ihr das Ding abgebaut. Und von daher bin ich mit dieser Hängematte auch sehr, sehr zufrieden. Und ja, immer wenn ich ein Hängematten-Setup wähle, kommt die Amazonas mit. Die habe ich jetzt auch schon über 3 Jahre in Gebrauch. Absolut begeistert davon. Deswegen absoluter Top-Gegenstand hier beim Overnighter. Dann geht es weiter mit 2 Gegenständen. Da haben wir hier einmal den Trangia Spirituskocher und einmal die Bushbox. Ja, hier kommt es jetzt einfach darauf an, was ihr für eine Art Overnighter macht. Ja, wollt ihr euch ein kleines Feuerchen anmachen, dann ist natürlich hier die Bushbox euer Gegenstand der Wahl. Auch sehr, sehr schnell aufgebaut, das Ding hier. 2 Handgriffe und das Teil steht. Und dann könnt ihr euch einfach hier drin ein kleines Feuerchen anmachen. Ihr könnt es auch mit einem Spirituskocher benutzen. Ja, habe ich auch schon mal getestet. Ja, schaut einfach mal hier rein. Und deswegen Bushbox, also ich nehme das Ding voll gerne mit. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt euch einfach nur schnell was warm machen wollt und kein Feuer machen wollt, dann würde ich die Bushbox eher zu Hause lassen. Ist jetzt ja auch nicht der allerleichteste Gegenstand. Ja, also die wiegt gute 900 Gramm. Und deswegen, wenn ich kein Feuer mache, lasse ich die Bushbox zu Hause und nehme stattdessen den Trangia mit. Ja, den hatte ich ja auch schon mal getestet. Ja, Video verlinke ich euch. Und das ist natürlich, also meiner Meinung nach, mit einer der besten Spirituskocher, die man für Geld kaufen kann. Also das ist einfach ein richtig, richtig gutes Gesamtpaket, dieses Teil. Also ich habe hier wirklich alles drin. Ich habe hier ein kleines Opinel-Messerchen drin. Ich habe hier den Griff drin für die Töpfe hier vom Trangia. Ich habe hier meinen kleinen Feuerstahl drin. Und hier noch den Aufsatz für einen Espresso-Kocher. Dann hier die Töpfe und den Spirituskocher natürlich. Und deswegen, der ein oder andere mag sagen, ja, es ist ein relativ hohes Packmaß, es ist ein relativ hohes Gewicht. Ja, das ist alles richtig. Aber dafür habt ihr halt wirklich hier einfach dieses Gesamtpaket. Und deswegen bin ich ein absoluter Fan von dem Trangia. Und wie gesagt, wenn ich nichts mit Holz machen möchte, kein Feuerchen, dann ist hier der Trangia meine Wahl Nummer 1 für den Overnighter. Dann machen wir mit dem Gegenstand hier weiter. Das sind 2 Gegenstände in einem. Ich frage mich jetzt auch gar nicht mehr die Marke von Lang Fu. Ist ein China-Produkt, ja. Aber auch schon seit 3 Jahren bei mir im Einsatz. Ist bis jetzt wirklich noch nicht kaputt gegangen. Und was haben wir hier eigentlich? Es ist eine Powerbank und gleichzeitig auch eine Campingleuchte. Da könnt ihr hier
verschiedene helle Grade einstellen. Ihr könnt einmal hier warm-weiß könnt ihr einstellen. Könnt ihr dimmen. Dann könnt ihr hier auch noch ein kalt-weiß einstellen. Beziehungsweise hier rot. Ich finde das Ding persönlich überhaupt gar nicht schlecht. Und deswegen nehme ich das auch immer mit. Weil wie gesagt, Powerbank, glaube 15.000 Milliampere. Und da habt ihr auch mal schnell ein Handy geladen oder irgendwas. Wiegen tut das Teil auch nicht viel. Und von daher finde ich, es ist einfach eine gute Wahl, eben gerade weil ihr die Möglichkeit habt, einfach hier von LED auf dieses Warmweiß umzustellen. Das ist dann einfach nochmal so ein bisschen eine gemütlichere Atmosphäre. Alternativ dazu nehme ich auch des Öfteren mal eine Laterne mit. Kennt ihr bestimmt, blende euch hier ein. Das sind diese von Feuerhand, diese Petroleumlaternen. Das ist natürlich einfach nochmal eine Nummer rustikaler. Hat halt den Nachteil, müsst ihr halt Brennstoff mitführen. Aber wie gesagt, nehme ich auch ganz gerne mal mit. Das kommt immer drauf an, wie ich gerade Bock habe. Aber hier so eine kleine Powerbank und eine kleine Leuchte. Zwei in einem. Ich finde das Teil klasse und deswegen nehme ich das oft mit. Gut, dann kommen wir zur Verpflegung. Also wenn ich 24 Stunden rausgehe mit diesem Setup hier, was ja nun schon relativ viel ist. Also klar, es ist bei weitem kein Ultralight-Setup oder irgendwas. Also insgesamt wiegt das jetzt hier 22 Kilo plus nochmal Kameraausrüstung, nochmal 3-4 Kilo. Also es ist schon ein bisschen was, was man von A nach B transportieren muss. Und deswegen nehme ich mir jetzt auch nicht immer groß was zu essen mit, Kartoffeln schälen oder was weiß ich, irgendwas. Klar, das mache ich auch mal ganz gerne, überhaupt gar kein Thema. Aber des Öfteren nehme ich mir halt einfach hier solche Foodpacks mit. Ja, sei das jetzt hier so ein Technical Food oder sei es irgendwie, keine Ahnung, aus dem Supermarkt irgendwelche Instant-Nudeln. Überhaupt gar kein Ding. Das Zeug wiegt nichts, hat halt wiederum den Nachteil, ihr braucht immer ein bisschen Wasser dafür. Ja, kommen wir gleich zum nächsten Gegenstand. Und beim Thema Wasser sind. Und das ist hier der Greil Wasserfilter. Den habe ich eigentlich auch so gut wie immer dabei. Kommt natürlich jetzt darauf an, wo ihr unterwegs seid. Wenn ihr jetzt irgendwo im Gebirge unterwegs seid oder irgendwo, wo ihr keinen direkten Zugang zu Wasser habt. Ja, kann man jetzt drüber streiten, ob das Ding sinnvoll ist oder nicht. Hat jedenfalls ein Fassungsvermögen von 750 Milliliter und deswegen könnt ihr den auch wirklich wunderbar als Trinkflasche benutzen. Also ich habe den eigentlich echt fast immer dabei. Also zumindest da, wo ich unterwegs bin, hat man, ich sag mal zu 85% eigentlich immer die Möglichkeit, sich irgendwo so einen Greil hier voll zu machen und zu filtern. Und deswegen ist das natürlich absolut Gegenstand der ersten Wahl bei mir. Klar habe ich auch immer noch ein bisschen was anderes zu trinken dabei. Ja, hier so eine 750 Milliliter Flasche oder eine Liter Flasche, hier so eine Thermosflasche. Hat im Winter natürlich den Vorteil, das Getränk bleibt warm und im Sommer natürlich den Vorteil, das Getränk bleibt kalt. Also von daher bin ich auch absoluter Fan von diesen Flaschen. Und in Kombination mit dem Tactical Food oder hier mit so, ja, wie schon eben gesagt, mit so gefriergetrocknetem Zeug, wo ihr halt Wasser braucht, ist das natürlich nicht verkehrt. Und wenn ihr Zugang zum Wasser habt mit dem Filter, umso besser. Gut, kommen wir zum nächsten Gegenstand. Und zwar dieses Tarp. Das ist das Super Tarp von Helikon in der Variante Pencord Wildwood. Ja, hatte ich ja auch schon mal getestet, das Ding. Also das ist wirklich, ich stehe total auf dieses Tarp. Ja, das ist relativ klein, es ist leicht. Ich meine, gut, ich habe es jetzt hier in diesem Trockenbehälter drin. Ah, seht ihr hier, hat er so eine Netzoberfläche. Da könnt ihr das einfach reinpacken, auch wenn das mal ein bisschen noch nass ist. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ich meine, klar, da ist auch eine kleinere Verpackung dabei hier. Ihr könnt das auch wirklich richtig klein komprimieren. Auch kein Thema. Aber so könnt ihr das eben auch noch schön knautschen. Deswegen, ich habe das echt gerne hier in dieser Verpackung drin. Das Tarp hatte ich mit in Schweden, hat mich wirklich nicht im Stich gelassen. Es ist wirklich top wasserdicht, es ist sehr, sehr reißfest. Und da könnt ihr schon echt einiges mitmachen mit dem Teil. Also ich hatte andere Tarps in Verwendung, die waren nach zwei Tagen waren die vernichtet, also da waren die gerissen. Und deswegen hier dieses Helikon Super Tarp kommt bei mir auf jeden Fall mit auf den Overnighter.
Dann ganz, ganz wichtig, Erste-Hilfe-Set. Habe ich immer dabei, auch wenn es ein bisschen Platz wegnimmt. Leute, nehmt euch das auf jeden Fall mit. Es kann immer mal irgendwas sein. Ich meine, klar, man denkt immer, ja, es wird schon nichts passieren. Und meistens ist das auch so. Aber man hat sich schnell mal in den Finger geschnitten oder ist mal irgendwo abgerutscht oder keine Ahnung was. Deswegen Erste-Hilfe-Set wirklich immer dabei haben. Ja, ich habe da immer so ein paar Tabletten oder irgendwas drin, was gegen Magenprobleme oder gegen Durchfall, irgendwas, was ihr braucht, packt euch das rein. Und Erste-Hilfe-Set, wirklich ganz, ganz wichtig, darf auf überhaupt gar keinen Fall fehlen. Dann haben wir hier einen Regenponcho. Ja, auch das Ding, einer meiner absoluten Lieblingsgegenstände. Ja, der ist tatsächlich so groß, ihr könnt aus dem Ding sogar ein extra Tarp noch bauen, wenn ihr es drauf anlegt. Ja, also der ist wirklich riesig. Ja, wenn ihr den überwerft, ja, dann könnt ihr auch einstellen, der hat hier so Druckknöpfe an der Seite und den könnt ihr dann auch direkt über den Rucksack noch drüber werfen. Ja, braucht ihr theoretisch die Rucksackabdeckung nicht, die ich euch gezeigt habe, aber ich habe es halt immer noch mal dabei, weil es einfach ein bisschen schneller geht. Aber hier so ein Poncho bevorzuge ich zum Beispiel vor einer Regenjacke oder so. Gut, ich meine, klar, da gibt es auch wirklich richtig, richtig leichte. Aber hier dieser Poncho hat man schneller einfach mal übergeworfen und kann sich halt wirklich noch gut unter dem Teil bewegen. Deswegen Poncho auf dem Overnighter immer dabei. Dann, ganz wichtig, Paracord. Ja, braucht man natürlich fürs Tarp. Ja, das sind jetzt, gut, ich habe normalerweise auch noch immer ein kleines Päckchen dabei, wo ich direkt schon 2, 3, 4, 5 Meter Stücke Paracord reingepackt habe. Ja, das sind jetzt, glaube ich, 20 Meter. Je nachdem, wie ihr das macht. Also ich nehme meistens so ein paar fertig vorbereitete mit, aber Paracord selbstverständlich immer dabei. Dann haben wir hier ein bisschen Kienspan. Ja, falls ihr die Buschbox dabei habt und ein kleines Feuerchen machen wollt. Ja, das ist wirklich richtig schön harzdurchtränkter Kiefern-Kienspan hier. Und damit habt ihr wirklich sehr, sehr schnell ein Feuer angemacht. Und deswegen habe ich den auch immer im Rucksack dabei. Dann ein bisschen was gegen Mücken. Also das ist hier das Mückenspray von Ballistol. Wie heißt das? Ballistol stichfrei. Ja, funktioniert natürlich nicht hundertprozentig. Aber ich glaube, das tut wirklich kein Mückenspray. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr gut. Also ich kann euch das empfehlen. Das hält schon sehr, sehr viele von den Plagegeistern auf Abstand. Also hier Ballistol, stichfrei, kommt mit. Dann immer dabei natürlich eine etwas stärkere Taschenlampe. Also das ist eine Taschenlampe von der Firma Helios. Ist auch eine China-Lampe, ja, also die hat jetzt keine 100 Euro gekostet, die liegt, glaube ich, so um die 30, 40 Euro. Jetzt seit anderthalb Jahren bei mir im Gebrauch. Und die hat, gut, sie ist angegeben mit 2000 Lumen, das ist meistens ein bisschen hochgegriffen. Also die hat weniger, aber über 1000 auf jeden Fall. Also die ist wirklich sehr, sehr hell, diese Lampe. Also selbst jetzt hier am Tag seht ihr da wirklich deutlich den Lichtschein. Und habt ihr eben auch verschiedene Möglichkeiten noch hier einzustellen. Ja, hier dieses klassische Blinklicht, dann hier das SOS. Hier habt ihr noch eine sogenannte Fackel an der Seite. Ja, könnt ihr halt auch so schön ein bisschen nicht ganz so stark die Umgebung ausleuchten. Ja, Rotlicht, gerade für die Fotografen von euch interessant. Und ich bin absolut begeistert von dieser Lampe hier. Und deswegen habe ich die auch immer dabei. Gut, kommen wir zu den Messern. Haben wir einmal hier das Schnitzel 3. Ja, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon. Falls ihr meine letzten Videos verfolgt habt, habe ich auch schon mal getestet und bin absolut begeistert von diesem Messer hier. Hatte ich euch ja auch schon gesagt, ich persönlich mag halt einfach Messer, die so ein bisschen so einen taktischen Look haben. Und deswegen ist das Schnitzel 3 auch wirklich sehr, sehr oft dabei. Ist halt ein richtig schönes Allround-Messer. Könnt ihr eigentlich alles mitmachen mit dem Teil, wird relativ langsam stumpf, ihr könnt es auch recht gut nachschärfen und deswegen ist dieses Messer hier meine erste Wahl. Also das habe ich wirklich hier direkt am Gürtel meistens und deswegen passt das.
Dann haben wir hier noch ein zweites Messer. Das ist das Companion von Mora. Das habe ich meistens hinten am Rucksack dran, so als kleines Backup-Messer. Dass ich mal schnell, was ich einen Apfel aufschneidet oder was auch immer, oder zum Kochen, zum Schnibbeln, ist das Mora hier wirklich sehr, sehr gut geeignet. Und deswegen wiegt auch fast nichts. Lasse ich eigentlich immer am Rucksack dran und deswegen ist es auch immer dabei. Dann hier die gute Barco-Säge. Auch das ein Gegenstand, von dem ich wirklich absolut begeistert bin, muss ich sagen. Also war wirklich sehr, sehr günstig. Das gab es auch mal im Set mit einem Mora-Messer. Und habe ich auch schon seit über 2 Jahren auf jeden Fall im Gebrauch. Die Sägezähne hier musste ich noch nicht einmal nachschärfen. Also das geht immer noch wirklich sehr, sehr gut, dieses Teil hier. Und je nachdem, was ihr macht, gut, wenn ihr jetzt von vornherein wisst, ihr wollt nicht sägen oder wollt kein Feuer machen oder so, ja, könnt ihr die auch daheim lassen. Aber eben aufgrund des geringen Gewichts ist das gar kein Thema. Deswegen kommt die bei mir auch fast immer mit. Dann haben wir hier noch ein paar Kohlepads. Aber ich habe auch noch immer ein bisschen Räucherwerk dabei. Und deswegen kommen wir auch gleich zum nächsten Gegenstand. Gutes Stichwort. Hier habe ich nämlich mein kleines Piephäckchen quasi, so ein kleines in Anführungsstrichen Survival-Kit. Da habe ich halt auch diese besagten Kohle-Pads hier drin. Und da könnt ihr euch schön ein bisschen was an Räucherwerk drauf machen. Ja, das ist jetzt hier so Harz, so Drachenblut nennt sich das. Macht ihr euch einfach hier diese Kohle-Tabs an mit dem Feuerzeug und träufelt euch da schön ein paar Steinchen von eurem Räucherwerk drauf. Und ich finde einfach, es ist eine angenehme Atmosphäre. Und gegen Mücken hat es auch noch eine gewisse Wirkung. Und deswegen habe ich das einfach sehr gerne dabei. Ja, hier sind noch so ein paar Räucherkegel drin. Dann eine Garnrolle mit einer dicken Nadel. Ja, braucht man auch des Öfteren mal, wenn irgendwie mal eine Hose gerissen ist oder was auch immer. Habt ihr euch das einfach mal schnell wieder genäht. Dann hier noch ein paar wasserfeste Streichhölzer. Ja, hier so ein paar Ringe für was auch immer. Ein paar Reißzwecken, ein paar Nägel, so ein paar Kleinigkeiten. Jo, und das war dieses. Dann auf jeden Fall ein bisschen Ersatzunterwäsche. Also hier ein Ersatz-T-Shirt und eine Ersatzunterhose, aber das sollte eigentlich klar sein. Eine Fleecejacke für abends, wenn es ein bisschen kühler wird. Also ich stehe total auf diese Fleecejacken. Das ist jetzt hier eine von Geographical Norway. Also ich bin von der Marke wirklich sehr, sehr begeistert. Habe ich auch schon sehr, sehr lange im Gebrauch, diese Fleecejacke. Und bin absolut begeistert davon. Deswegen kommt die eigentlich in der einen oder anderen Variante. Also die gibt's, das hier ist eine relativ dicke Variante, die gibt es auch in dünner. Und deswegen kommt die auch meistens mit. So, hier vorne haben wir noch was. Und zwar eine Axt von der Firma Bison. Und ja, ist jetzt die Frage, wann brauche ich eine Axt, wann brauche ich keine? Also wenn ich jetzt die Bushbox mitnehme, da braucht man jetzt schon ein bisschen was an Holz. Klar, das kann man jetzt auch mit dem Schnitzel, mit dem Messer batonieren. Ist kein Thema, aber mit der Axt geht es halt einfach immer noch mal ein bisschen besser. Ist meine Meinung dazu, deswegen wenn man bereit ist, hier diese 900 Gramm oder 1000 Gramm oder was es wiegt, noch mal extra zu tragen, ist die Axt eine gute Wahl. Und deswegen nehme ich die auch des Öfteren auf meine Overnighter mit. Ja, dann haben wir hier noch ein mysteriöses Päckchen. Diejenigen von euch, die mich schon länger verfolgen, die wissen wahrscheinlich auch schon, was jetzt kommt. Und zwar ist das so ein bisschen der kleine Luxus, den ich mir immer mal gönne auf meinen Touren. Schauen wir mal rein. Und zwar haben wir hier eine Kaffeemühle, ein Milchaufschäumer, Milchpulver, Zubehör, Kaffeemühle, ein Döschen Kaffee. Gut, hier ist jetzt Kaffeepulver drin, aber ich nehme eben ganz gerne auch Bohnen mit, um das dann einfach in so einem kleinen Kaffeeritual mit der Kaffeemühle zu mahlen. Ja, dann haben wir hier ein bisschen Zucker noch drin. Und das Herzstück des Ganzen ist natürlich die Bialetti oder der Bialetti Mokka-Pot. Hier noch ein Kaffeedosierer. Und
Ja, der ein oder andere mag mich auslachen. Ja, ist ja kein richtiges Bushcraft, wenn du da so viel mitschleppst und hast du nicht gesehen. Ja, es ist natürlich zusätzliches Gewicht, aber also das Ganze hier zusammen, das sind vielleicht 900 Gramm, vielleicht ein Kilo. Also wirklich viel ist es nicht. Und deswegen nehme ich das einfach gerne mit, weil für mich persönlich gibt es einfach nichts Schöneres, als früh morgens irgendwo im Wald zu sitzen und dann da die Möglichkeit zu haben, sich einfach einen schönen, frischen Kaffee zuzubereiten. Also ich finde es einfach noch wesentlich schöner, als jetzt einfach hinzugehen, ja, mit einem Instant-Kaffee oder so. Klar, das kann man auch machen. Oder ein Cowboy-Kaffee überm Lagerfeuer ist auch schön, klar. Aber ich stehe halt total auf diese Bialetti-Espresso-Kocher hier. Ich bin auch kein großer Kaffeetrinker, deswegen schickt mir da einfach hier so ein kleines Espresso-Testchen voll, beziehungsweise so zwei Testchen. Und deswegen ist hier die Bialetti Brica eigentlich gut, nicht auf jeder Tour. Wenn ich jetzt ein bisschen leichter unterwegs sein möchte, ein bisschen abenteuerlicher, klar, nimmt man sich, was weiß ich, aus dem Epa oder so, einfach hier so ein Instant-Kaffee oder irgendwas mit. Klar, ich sag ja, das geht auch. Aber ich stehe total drauf. Und deswegen ist das Kaffee-Setup bei mir auch wirklich des Öfteren dabei. Ja, noch einer der wichtigsten Gegenstände für einen 24-Stunden-Overnighter, natürlich der Schlafsack. Ja, das ist jetzt in meinem Fall der Outdoor Adventure Mountaintop. Ich glaube, den bekommt ihr mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe den mal beim großen A bestellt vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren oder so. Falls es den noch gibt, versuche ich euch den natürlich zu verlinken. Aber ich glaube eher, dass es den nicht mehr gibt mittlerweile. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit diesem Teil. Hat eine Limittemperatur von 0 Grad, eine Komforttemperatur von 10 Grad. Der war jetzt 2 Wochen mit in Schweden und da waren die Nachttemperaturen so zwischen 9 und 13 Grad. Und dafür war dieser Schlafsack wirklich optimal. Also ich habe nie gefroren. Das Einzige, der ist ein bisschen windanfällig, wenn er in der Hängematte liegt. Ja, aber ansonsten, also von der Temperatur her, war das wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, der hat hier so ein Polyester Inlay, also das ist wirklich schön, schön weich, kann man sich schön reinkuscheln. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Also es ist wirklich so ein Übergangsschlafsack halt. Ich würde jetzt empfehlen, so vom, ja, von Frühjahr bis in den frühen, vielleicht mittleren Herbst oder so, fahrt ihr mit dem Schlafsack wirklich sehr, sehr gut. Aber für den Winter auf jeden Fall ein bisschen was stärker Isolierendes. Also da kann ich euch den Bundeswehr-Schlafsack empfehlen, den habe ich auch jahrelang benutzt. Aber wie gesagt, ich bin mit diesem Schlafsack hier wirklich sehr, sehr zufrieden und deswegen ist er auf meinen Overnightern öfters dabei. Kommen wir zum letzten Gegenstand. Das ist das Fell, was ihr hier seht. Das ist ein Ziegenfell, was ich hier nutze. Habe ich auch ganz gerne dabei als Ersatz für die Bundeswehr-Isomatte. Ja, die habe ich auch dabei, aber ich sitze jetzt da drauf, deswegen habt ihr die noch nicht gesehen. Hier der Beweis, ich habe sie dabei. Und ja, das nehme ich ganz gerne auch nochmal als natürliche Variante der Isomatte mit. Kann man sich einfach schön draufsetzen. Das Fell ist relativ robust, also die Haare sind schön kurz. Das heißt, es fängt sich kein großer Dreck oder irgendwas da drin. Könnt ihr relativ leicht reinigen. Und ich finde einfach, es hat auch noch mal so ein bisschen, ja, so eine gemütliche Atmosphäre irgendwo mit diesem Ziegenfell. Und deswegen nehme ich das ganz gerne mit. Also ich nutze es jetzt nicht, um mich damit zuzudecken abends, nein, sondern wirklich nur, um mich einfach irgendwo im Wald eben hinzusetzen, da mal in mein Käffchen zu trinken oder mal eine Brotzeit zu machen oder was auch immer. Wiegt nicht so unheimlich viel, könnt ihr schön zusammenrollen, könnt ihr außen an den Rucksack machen oder könnt ihr auch drinnen irgendwo noch verstauen. Nimmt zusammengefaltet oder zusammengerollt nicht so unheimlich viel Platz weg. Und deswegen habe ich es wirklich gerne dabei auf meinen Touren, auf meinen Overnightern. Und ist natürlich nicht jedermanns Sache, nicht jeder mag Tierfelle, klar. Kann ich auch absolut verstehen. Aber ich habe es einfach gerne dabei. Ja, wenn ihr jetzt Bock habt, die ganzen Gegenstände hier mal im Einsatz zu sehen, ich verlinke euch hier oben ein Video von einer Tour von mir. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und würde mich natürlich freuen, euch im nächsten Video wieder zu sehen. Und bis dahin, macht's gut!